誰だ。Sie sind nett beim Helfen. Sie war ja auch nett. Ich bin ja froh, dass sie uns geholfen hat gegen diesen Riesen. Weil ich habe ihn nicht gesehen, nur gehört. Aber trotzdem. Nein! Mein Bruder! Maffi, Leita, Mali. Laura, Balila, Etja, Laura, die Laura, Laura, Nahi. Wir sollen alleine gehen. Zaya, Ilai. Laura, ja. Bitte halt durch. Bitte halt durch. Ich hätte es wissen müssen, die ist bei den Schildkröten einfach vorbeigelaufen. Ich hätte wissen müssen, dass sie eine böse Frau ist. Es ist mal entspannt, nur einen Charakter zu spielen, ganz ehrlich. Das ist jetzt gerade mal voll entspannt. Und vielleicht jetzt auch weniger durcheinander. Ich hätte es wissen müssen. Die hat uns nicht bei den Schildkrötenbabys geholfen. Natürlich war sie böse. Wiederhole ich mich gerade? Er sieht voll schön aus gerade. Es ist nicht die neueste Grafik, ich weiß. Ich glaube, das Spiel ist 10 Jahre alt oder so. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber ich finde es voll schön. Da unten ist unser Bruder. Ich weiß leider. Ich suche wahrscheinlich nach denen da vorne. Weil ich wusste jetzt nicht, nach was ich suche. Nach einem Stück Blatt oder so? Nach einem Blümchen? Aber ich gehe mal davon aus, dass es meint. Runterrutschen. Können wir auch was für unseren Bruder mitnehmen? Nein, 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 nein.
Nein, nein. Hanno. Naja. Ja, ja. Zerlierbar. Ich kletter jetzt unten nochmal hoch. Nein. Naja. Oh nein, zwing mich nicht, das zu machen. Dahin tragen. Da stellt sich irgendwie auch die Frage so ein bisschen, hat die Reise einen Sinn gemacht? Ich weiß nicht. Sieht er seine Mutter vor seinem Augen sterben und nicht sein Bruder. Ach Gott, nee. Ich habe mich zwar beschwert wegen der Steuerung, aber so habe ich das jetzt auch nicht gemeint. Ich will auch gerne noch mehr beide diese komische Steuerung nehmen. Nee, beschwert habe ich mich nicht, ne, aber ich fand es halt sehr wild.
regnet, es gewittert. Genauso wie an den Abend, wo seine Mutter starb. Ich bin gerade echt ein bisschen... Oh Gott. Ich habe mit dem Finger gerechnet, aber nicht mit sowas jetzt. Ich bin mal gespannt, wie das noch endet. Ich bin ein bisschen down. Ich habe auch gerade echt sehr mit meinen Tränen gerungen. Das Einzige, warum ich nicht geweint habe, ist, weil ich noch geschminkt bin. Und ich wollte jetzt hier nicht aussehen wie ein Panda-Bär. Das ist gerade sehr sad hier. Er muss seine Angst überwinden jetzt. Sein großer Bruder ist nicht mehr da. Du schaffst es. Oh, nee. Musste dafür die Interaktion mit dem Bruder klicken. Hab mich schon gewundert. Okay. Ich will nochmal kurz hier gucken. Ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz zum Grabstein. Okay, passiert nichts. Außer dass er traurig runterguckt. Bruder. Oh, warte mal, ich teste mal was. Kann es sein? Das funktioniert nicht. Also Hebe hat ja nie funktioniert. Mit der Kraft ist das so gut, das geht's. Ugh!
Wir müssen jetzt alles ohne unseren Bruder schaffen. Hey! Ati! Ati! Daba! Abi! Okay. Die Frage, die ich mir jetzt wirklich die ganze Zeit stelle, ist, wie viel Sinn hat das jetzt alles ergeben? Wie man jetzt gemerkt hat, offensichtlich der kleine Bruder, der musste jetzt die ganzen Schritte, also schwimmen musste er alleine, obwohl er voll die Angst hatte. Und dann ohne die Hilfe seines Bruders, also die Stärke von seinem Bruder, musste er einen Hebel betätigen und da hochspringen, wo er normalerweise immer diese Räuberleiter gemacht hat. Ja. Er ist stärker geworden, aber ich bin mir echt unsicher. Zu welchem Preis? Ich weiß nicht. Zu welchem Preis das alles? Vater ist da. Ihm geht's wenigstens besser. Thank you.
möchte auch nochmal darauf hinweisen, ich habe keine Ahnung, ob dieses Spiel mehrere Enden hat. Wenn ja, werde ich wahrscheinlich das irgendwo vermerken. Und ich habe keine Ahnung, ob ich einfach nur versagt habe. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie trifft mich gerade das Ende sehr überraschend. Ja, und die Frage ist, zu welchem Preis? Also für den kleinen Bruder hat das wahrscheinlich eine Charakterentwicklung gewonnen. So viel, wie die gemeinsam erlebt haben. Und er hat seine Angst überwunden. Er konnte im Wasser schwimmen. Er konnte Dinge machen, wofür er nicht stark genug war. Aber wieder die Frage, zu welchem Preis? Wenn ich jetzt mal so überlege, wäre das mein Vater gewesen? Ich hätte natürlich, also, ich hätte das auch gemacht, ne? Also wäre ich in der Situation, ich wäre auch für meinen Vater auf Reisen, um Heilmittel zu finden oder sowas, ne? Aber ich weiß nicht, es hat ja trotzdem ein Leben gekostet. Und ich will mir erst gar nicht ausdenken, wie es jetzt dem Vater geht. Irgendwas ist passiert, ein Unfall oder sowas, ne? Und kann sein, ne? Er denkt sich jetzt wahrscheinlich, nur weil ich nicht aufgepasst habe, wurde ich verletzt und jetzt ist mein Sohn tot. Es ist halt, also es passiert, aber es ist halt irgendwie, es ist nicht richtig, wenn die Eltern das Kind beerdigen müssen. Verstehst du, was ich meine? Schade, dass jetzt die Musik aus ist. es ist sehr traurig und ich weiß jetzt gerade, meine Laune ist jetzt down. Weil ich tatsächlich mit so einem Ende jetzt nicht gerechnet habe. Ich dachte, er wird. Der schluckt das Wasser und wird dann. Ui! Ist wieder da, aber nein. Oh Gott, ich merke auch gerade, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier weiterrede über dieses Spiel, ne, ich glaube, mir kommen gleich wirklich die Tränen. Das hat mich jetzt doch ein bisschen gepackt. Ein bisschen sehr. Deswegen will ich jetzt auch nicht viel sagen, außer mir persönlich hat das Spiel schon gefallen. Das Einzige, was halt sehr verwirrend war, ist die Steuerung, aber es war auch eine Art Challenge, weil das Spiel ist jetzt auch nicht so großartig actionreich gewesen, ne? Außer die paar Bosse und das Rumgehüpfe und keine Ahnung was. Aber die Steuerung hat schon erschwert, das war schon eine Challenge und im Nachhinein fand ich das ja schon irgendwie ganz cool. Ja. Die Grafik, also ich mochte sie sau gerne. Ist ein bisschen älter, ja. Aber es hatte irgendwie. Ich habe mich wieder jung gefühlt. Ja, so alt bin ich jetzt nicht, ne? Aber es war wieder ein bisschen. Es war schön. Es war schön. Es hat mir gefallen. Und ich will gucken. Okay, das war's. Ja. Es hat mir gefallen. Und ich bin froh, es gespielt zu haben. Und ich weiß, warum ich Spinnen hasse. Ja. Wenn du bis hierhin zugesehen hast, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir das angetan hast. Und ich wünsche dir ansonsten einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer du dieses Video gerade hier siehst, ne? Und achte gut auf dich, pass auf dich auf. Tschüss.